Hör mal nach E5. Delta Omega Delta. Das ist so behindert. So, Peter. Ja. Heute erleben wir wieder ein seltenes Peter bei dem Versuch, etwas zu schaffen, was er sowieso niemals schaffen wird. Ich hab das schon ein paar Mal geschafft. Boah, wieso schaffe ich denn jetzt oben den Leiterspruch nicht mehr? Alter, Hadi. Ja, was denn? Bin fast gestorben. Ja, das ist natürlich sehr tragisch. Ist es? Ja. Kostet es mich Zeit, Peter einzuholen. Das ist gegen die Regeln. Ja, aber ihr schafft halt beide sowieso. Das ist gegen die Regeln. Aufgeben. Das ist gegen die Regeln. Du musst das nochmal machen, oder? Deine Mutter muss das nochmal machen. Versuch du das erstmal zu schaffen, du Bonko. Bevor du irgendwelche Forderungen stellst. Alter, Dennis, hör auf. Ja, ihr kriegt jedes Mal einen reingedrückt, wenn ihr failt. Habe ich aber auch reingedrückt gekriegt, deswegen ist er wieder ausgeglichen. Ich wollte gerade sagen, der hat sogar zwei reingedrückt gekriegt. Bram, eigentlich hast du so jetzt sogar noch einen Vorteil. Der wartet da nicht. Das sind Infos, die du gar nicht weitergeben darfst, Hani. Laber doch nicht. Dürfen schon. Peter, oh Peter, jetzt musst du dich beeilen, weil Bram macht den Sprung nämlich immer. Das ist, der ist schon hinter dir, jetzt musst du dich beeilen. Boah, Peter! Jetzt will ich was sehen. Boah, Bram, jetzt würde ich mich sputen. Ja. Jetzt würde ich mich sputen. Oh, Bram, jetzt kommt ja, das, was du vorausgesagt hast. Der wichtigste, ja, nicht nur das, aber der wichtigste Teil für Peter kommt noch. Ja, der muss das jetzt. Ja, aber den ersten hat er schon mal geschafft. Oh, Peter, zittern die Hände. Den zweiten hat er gemacht. Er muss nur noch zwei. Boah, der macht's aber gerade spannend. Oh, er musste noch einen! Peter hat's gemacht! Woo! Ja, Mann, ich hab's echt gemacht. Das ist jetzt übrigens dein erster, Bram. Das ist nicht mein erster. Doch, du warst schon auf der Challenge. Ja, genau. Achso, ja stimmt, das ist halt jetzt dein erster. Alter Vater, ey. Also, ey, das zählt nicht als runterfallen, wenn du mich mit den Dingern runterfällst. Ja, ich weiß. Schmeißt. Ja, ich weiß. Aber ich find's lustig. Ich glaube, du brauchst Erfahrung. Das ist ganz wichtig. Hat Peter auch geholfen. Ich würde das ja nur gesagt haben. Boah, Peter, war das ein befreiendes Gefühl, ne? Boah, mir ging so krass die Pumpe einfach nur. Ja, ich sag doch, das war klar, dass ich machen werde beim ersten Mal, als ich das verkackt hab. Hängt sich Bram mit seinem zweiten Strike eigentlich schon ein? Wenn ich das verkackt, dann schon. Boah, voll geil. Aber den schlimmsten Sprung hat er schon hinter sich. Boah, bin ich froh, dass ich jetzt nicht in dieser Drucksituation bin. Boah, guck mal, der souverän jetzt hier. Boah, genau, jetzt macht er das natürlich auch, ist klar. Also, das ist so typisch Adventure-Map, wa? Die ganze Zeit verkackt er das, weißt du, dann haben es zwei Leute geschafft, dann macht er das auch. Man hätten wir auch viel früher haben können, ihr scheiß Noobs. Kann ich nicht wahr sein. Oh. Alter, das ist jetzt übrigens sein zweiter Versuch. Ja, ich weiß. Alter. Boah, der letzte. Du kannst nicht cutten, du musst den machen. Ich weiß. Jawohl, Alter. Nice. Richtig geil. Boah, der hat nicht mal die Genugtuung, dass einer von uns einen Strike kriegt. Das gefällt mir richtig gut. Ja, das stimmt. Ich sehe gar nichts gerade. Das war jetzt nicht so geil. Oh, Leute, oh, Leute. Die ganze Rotze nach oben, Leute. Feder auf. Vor allem, dass man zwischendurch. Was? Alter, ich war das nicht. Laber doch nicht. Ali, so kommen wir nicht weiter hier bei der Scheiße. Ja, weiß ich. Okay. Dann gib doch auch nach! Dann gib doch nach! Nein! So. Bram macht das jetzt, du Affen! Ja, weil du nicht aufhören kannst. Ja. Weißt du, gerade hast du mit Challenge angefangen, zweiter Sprung. Bram macht das ja auch, Scheiße. Versucht, Alter. Wie mir am Arsch, ey. Oh, Peter, du solltest schneller die Lücken nehmen. Oh ne, bitte, ich will das nicht nochmal klettern. Jetzt mach einfach, du Affenkopf! Okay. Oh. Nein! Oh. Nein! Ja, dankeschön.
Ach, wir hatten immer Glück gehabt. Weißt du, dann sagt er, mach einfach, du Affenkopf, und schlägt mich dann trotzdem. So ein ehrenloses Stück Scheiße, ey. Ey, du bist voll... Lol. Jetzt lass uns sowieso nochmal klettern. Ja, weiß Karma ich. Ist a bitch, Junge. Ey, aber du wirst auch noch das ein oder andere Mal klettern, Peter. Na, ich mach das jetzt in einem Mal. Nee, das hätte er zu wohl gerne. Der Bram macht das jetzt, guck mal. Scheiße. Eventuell hattest du recht, Adi. Mach er tatsächlich. Ja, guck's dir an. Ja, es ist so schwer, ist das ja auch nicht. Guck mal, wie schnell er dafür wieder durch ist. Ist ja voll simpel. Lass ich mir schön Zeit, denn der Peter, der braucht noch beim Hochklettern. Der hier ist, braucht er auch noch. Muss ich eigentlich nur dahin? Ja, das war ja easy. Dahin ist auch easy. Dahin ist. Was ist das denn für eine Piss-Challenge? So, geschafft. Peter, den und drei. Lol. Ja, dann kommt wohl dein erster Try jetzt, wa? Krass, du hast nur einen Strike, war bei mir. Voll krass. Ja. Ja, aber ich hab ehrlich gesagt keine Sorge, dass Peter das macht. Das ist eigentlich viel zu einfach. Was hast du gesagt, Bram? Voll krass, obwohl ich so scheiße bin. Was ist so krass? Weil ich nur einen Strike bis jetzt hab. Das stimmt. Das kann nicht wahr sein, wie häufig ich da rutsche, ey. Hast du gesehen, Hadi, wa? Nächster Versuch, Peter. Ja. Das ist jetzt mein zweiter, oder? Ja. Alle Versuche der Welt. Wieso rutsche ich denn da immer rüber? Letzter Versuch. Peter. Eine ganz schön peinliche Vorstellung, die du da gerade lieferst. Ich rutsche mal über die verkackten Leitern. I don't like that very much. Nächster Try, Peter. Du darfst jetzt keine Fehler mehr erlauben. Jo. Meinst du, der macht das, Tom? Der macht das. Ja. Ja, der macht das. Ja, wobei der Sprung von der Leiter zum Block ist noch ein bisschen tricky, aber danach hat er das geschafft. Ja gut, jetzt hat er das gemacht. Dann kann ja schon mal weiterspringen. Jo. Was soll das? Ich bin runtergefallen, dachte ich, mir nutze ich die Chance einfach mal direkt. Fuck you. Du hast dich selber runtergeschlagen, du Hobo. Mhm. Du hast also was gegen Homosexuelle, ja? Ich hab Hobo gesagt. Okay, nicht Hobo. Du findest also, dass Penner unterwertige Menschen sind, ja? Das hab ich nicht gesagt. Klar, für dich ist Penner ja eine Beleidigung. Das stimmt ja nicht. Ja doch, sonst hättest du mich ja nicht so genannt. Warum solltest du mich Hobo nennen, wenn das für dich keine Beleidigung wäre? Weil du einer bist. Ich finde das nicht okay, dass du Menschen mit minderen sozialen Mitteln direkt irgendwie ja, als niedere Menschen bezeichnest. Okay. Okay, das ist so. Ist das so machbar? Ja, der ist so machbar. Ah, die ist ein ganz schöner mieser Wichser. Warum? Weil ich das gerade mache, weil ich voll der Motherfucker bin hier gerade. Ja, Peter, was hältst du vom Waffenstillstand? Ja, eine Menge. Der wird euch auch nichts mehr bringen. Der wird nichts mehr bringen. Oh, oh, jetzt müssen wir ein bisschen beeilen. Oh, aber Peter, der hat auch einen Abgang gemacht, das ist gut. Oh, interessant. Oh, was ist denn jetzt hier Geiles? Oh, nochmal interessant. Legendär! Oh, ich drück jetzt mal auf den Knopf hier, ne? Na, warte noch kurz, bis sie da sind. Okay.
Ich habe das aber offiziell geschafft, nur mal so zur Info jetzt. Ja. Das kann nicht wahr sein, ey. Lalalala. Oh, da hätte ich fast Abgang nach ganz unten gemacht. Lalalala. La da 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 da. Da 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 la 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 la. Wird das eigentlich mal was bei euch da? Ja. Nice, Peter. Komm, Ram. Jetzt hast du die. Oh. Jetzt hast du die Chance, Junge. Oh lol. Na, ich fall auch noch mal kurz ganz runter. Boah, das Schokolade. Ist da oben aber auch echt ein bisschen wichsig, ey. Er hat ja die ganze Zeit irgendwas über dem Kopf und dann wird man dann zur Seite geschoben und... All der Terz. Für die Triolade, ja, voll geil. Was findest du geil? Triolade. Was ist das dann? Von Milka. Kenn ich gar nicht. Was macht das anders als andere Schokoladen? Es ist weiße Schokolade, bittere Schokolade und normale Schokolade so als Sandwich gemacht. Aber in der Dicke von der normalen Schokolade. Ich verstehe. Das kann nicht wahr sein. Geil. Boah, könnte das eventuell die letzte Challenge ever gewesen sein? Das hier jetzt gerade? Könnte sein, ja. Ja? Nee. Oh, nee. Ich glaub nicht. Hätte mich auch gewundert. Oh, hoppala. Ja. Boah, ich glaube, ich hole mir mal einen Kaffee. Der hier macht mir Stress, Mann. Wie machst du den? Ja, da ich hinter dir stehe, hast du deine Antwort. Ah, der macht dir auch Stress? Oh, cool. Wow, jetzt der gleiche nochmal, oder was? Geil. Das war gerade voll Lack, dass ich das geschafft habe. Oh, cool. Achso, da gleich jetzt nochmal. Ja, sicher. Shit. Easy, dreimal hintereinander. Oh, cool. Hat wieder geklappt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da war mein Ansatz irgendwie blöd. Da machst du das sofort schon, wa? Shit. Ja, noch nicht. Moment, da vorne stehen Betten. Wofür sind denn die da? Ja, das ist der Checkpoint. Da musst du hin. Da musst du aber noch weiter nach oben. Und jetzt über die Gabelungen dahin laufen. Ja, was soll? Ich komme einfach da hoch, oder nicht? Du weißt aber nicht, was passiert. Ach nee, da oben. Ja, da oben. Ach, da, geht's da war nachher die Sache weiter. Mit dem Knopf. Okay. Genau. I get it. Okay. Checkpoint! So, Peter. Den und drei. Jo. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, erster Versuch. Oh, zweiter What Versuch. What the fuck? Ich war gerade übrigens auf der Challenge. Also da. Ja, weiß ich. Deswegen ist das ja, jetzt auch dein zweiter Versuch. Okay. Und nicht schon dein dritter. Denn dein dritter, der kommt jetzt. Ja, ja. Jetzt kommt nämlich ich kann dir sagen, wie ich das gemacht habe, Peter, wenn du noch möchtest. Also hau raus. Ich habe mich ganz in die Mitte gestellt hinten, habe mit dem Fadenkreuz und mit oben dieser Spitze vom Fadenkreuz die Ecke anvisiert, die auf der gegenüberliegenden Seite vom Block liegt. Und bin dann abgesprungen. Ja, bin dann halt so gefühltmäßig richtig spät abgesprungen einfach nur. Also pass auf, Peter, die Kurzform ist davon, der hat Skill, den du nicht hast.
Da musst du dreimal machen. Na komm, dein letzter Versuch kommt jetzt gleich. Komm schon, komm schon, komm schon. Fall. Komm, das ist der Fall. Letzte. Jetzt hast du gemacht. Jetzt, also na, gemacht noch nicht natürlich, aber jetzt kommt nichts Gefährliches mehr. Bring einfach safe jeden Sprung. Gönn Hardy gerade irgendwie nicht die Genugtuung, obwohl ich eigentlich immer gegen euch beide bin. Ach komm, Peter, das hättest du ja jetzt wohl noch verkacken können auf die letzten Meter. Kann ich ja noch, Hardy. Ja, stimmt, du musst noch zu dem Checkpoint kommen. Das ist der Checkpoint. Hier. Ja. Nice, letzter Versuch.